auch immer verwirrt, dass Conan und Rob Drew beide so bläulich-lila sind, aber... Ja, ich kann doch meine Farbe ändern, also. Ach nee, lass doch, was gibt's denn da Hübsches noch? Rob Drew hat halt lila Haare, das ist halt weird. Ja, wie im echten Leben. Alles klar. Ja. Bin ich jetzt black? Also gerade nicht. Weil Count ist ja nicht da, dann bin ich jetzt black. Ha, Conan muss im Bus ganz sitzen. Okay, wir sind jedenfalls wieder in der Aufnahme. Und... Mittlerweile sind Rasierer aufgetaucht und der heißt zwar Stevie, ist aber Ricardo. Nein, ich bin Stevie Boy. Ach Leute! So. Jawollo! Und Conan hat unrasierte Beine und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us! Genau. Und wir starten auf Mira HQ und gucken mal, wie es läuft. Die beste Map. Alles andere erzähle ich euch gleich noch, wenn ich gemutet bin. Abonniert! So. Schreibt Kommentare. Ich habe mittlerweile wieder eingestellt, ja, so, schreibt Dani auf Twitter, fragt ihn, wo er ist. Wenn die sich ausgesprochen haben. Komm, ich und Nico. Oh mein Gott, es geht schon los. Oh mein Gott, es geht schon los. Wir schaffen das. Ich habe gerade wieder eingestellt, dass jetzt zwei Leute Engineer sein können, zwei Leute Shapeshifter, also zwei Leute können die Rollen bekommen. So, das habe ich eingestellt. Ich habe hier keine Ahnung mehr, ne? Das ist jetzt natürlich richtig doof. Als Imposter, der keine Ahnung mehr hat. Von den Dingen, die es hier so gibt. Oh mein Gott, wie ich überhaupt nichts mehr weiß. Wer war der andere? Xehan, ne? Schwierige Momente. War hier mal ein Task? Ich glaube, da war irgendwas mit einer Kanne oder so, ne? Oh Gott, das Problem ist, ich weiß jetzt die Tasks nicht mehr. Aber es steht da drüben. Admin Enter ID Code. Okay. Ah, okay, Wire haben wir 3 Stück. Das ist gut. Dann kann ich immer sagen, ich habe gewired. Divert Power to Office. Submit Scan. Assemble Artifact. Okay, das sind diese ganzen Geschichten. Eieieiei. Ich verstehe das doch alles überhaupt nicht mehr. Kann man da einfach rein? Ja, tschüss. Jetzt ist doch da... Wie war denn das? Da gab es doch diese... Diese komischen gefährliche Momente. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin am Start wieder. Ach du. Da ist aber auch sogar was. Am Start kann man auch was machen. Was muss man da machen? Leaderboard, ganz schnell. Launchpad. Diagnostics, okay. One Diagnostics habe ich jetzt gemacht, was auch immer man da tun muss. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Xehan macht auch schon irgendwelche Kills, dass wir hier durchkommen. Oh, der Cooldown ist schon wieder weg. Habe ich so lange noch schon nicht mehr gekillt? Krass. Bin ich auf die Schnelle jemand? Oha, okay. Ich habe den nicht gesehen. Ich mache mich zwar damit sehr verdächtig, wenn ich den nicht gesehen habe. Aber das ist gut. Jetzt einfach noch gleich jemanden killen. Einfach noch gleich jemanden killen. Sehe ich hier jemanden? Nice. Jetzt wird reported. Okay, wo ist der? Ui, wo sind die? Ist die bessere Frage. Yo. Ja, aber ist besonders gelb. Ich kenne mich so nicht aus auf dieser Map. Ich drehe durch. Also, der, den ich gerade reported habe, das war, glaube ich, gelb. Der lag unten links bei dem Satelliten, also unter Cafeteria unten links. Ich hab den gar nicht gesehen. Ja. Und ich war da gerade mit, oh Gott, Robju, Reggie und noch irgendwer. Ich hab keinen gesehen und auch keinen Report-Button leider angezeigt bekommen. Ich auch nicht. Jedenfalls, ich bin Scientist und der ist bestimmt schon 1,5 Minuten tot. Oder 2 Minuten. Ich hab den Report-Button bekommen und hab ihn dann kurz gesucht und hab ihn da halt auf dem Ding liegen sehen. Also ja, ich hab den Report-Button nämlich auch gesehen, aber ich hab die Leiche nicht gesehen, deswegen hab ich noch nicht gedrückt. Aber ich war auch da. Ja, also das dachte ich mir schon, dass ich irgendwie Report-Button aufgekommen habe. Ich war gerade mit Robju und Rasierer und Reggie auf derselben Ecke. Aber du meinst, du sei schon 1,5 Minuten tot oder so? Mindestens. 1,5-2 Minuten. Also, wir waren ja noch im Reactor zusammen, ne? Genau, Ich, du und Robju. Da war ich schon tot. Ah, okay. Okay, krass. Also sehr, sollen sehr die anderen liegen? Weiß keiner oder was? Nee, die müssen quasi gerade gestorben sein. Puh. Also deswegen, ich glaube nicht, dass es Xehan oder Robju sind, weil... Geil, danke. Dann bleiben nur noch Conan und Reggie, alles klar. Ich hab Nico und Stevie auch die ganze Runde nicht gesehen, glaube ich. Oder wenn vielleicht ganz kurz am Anfang oder so, aber ich erinnere mich nicht mehr. Nehmen wir mal an, Xehan ist innocent. Oder hier hat Crewmate besser gesagt.
Wie hoch stehen unsere Chancen durch Task zu gewinnen? Nicht so hoch. Okay. Also ich habe noch ein bisschen also was wir müssen, zu tun. Wir müssen, wir überall, müssen voten. Ich komme nicht klar. Wir müssen voten, es sind ja auch 2 gegen 3. Also. Genau. Wir müssen voten, okay, ich weiß ja, ich bin es nicht. Gut, das heißt, ich habe eine 25% Chance, richtig zu liegen. Ja. Wow. Nee, gar nicht, 50, weil sind ja 2 Imposter. Ja, eben. Geil, okay, warte, hab ich einen Würfel? Oh ja, habe ich, warte. Ah, hier steht, du bist ein Hurensohn, alles klar. Okay. Also ich glaube... Ich glaube fairerweise auch die Person, mit der ich am längsten zusammen war, ist Robju, aber... Ja, das glaube ich auch. Ich das heißt, er trennt uns? Okay. Scheiße, Mann. Die ich glaube, Conan. Scheiße. Ich nehme Conan. Okay, Conan. Ich nehme Robju. Conan, ja. Ich habe keine Ahnung. Was? Hallo, auf Conan. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, es können Rasierer. Ich glaube, es können eigentlich nur Conan und Rasierer sein. Weil wenn ihr die... Ja, also ich glaube, es ist... Ich glaube, wir haben 2 Imposter. Mal gucken. Oh, shit. Jetzt hat er natürlich noch ein bisschen was zu tun. Aber ich kann ja Sabotage betreiben, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts mehr zu tun, aber Quatsch, ich kann ja sabotieren. Ganz viel kann ich jetzt sabotieren. Okay, er legt schon los. Er legt schon mit dem Reactor los, okay. Er wird... Ah, die laufen jetzt alle da hoch. Das wird jetzt gefährlich für dich, Xeon. Kann aktuell nichts machen. Oha. Das wird jetzt ganz gefährlich. Ach, da ist ein Vent. Okay. Puh. Das ist so bitter. Ich bin auf dem Weg nach... Ich bin auf dem Weg nach Rector gewesen. Und dann kommt einer runter von oben. Und dann die Tür zu und dann sehe ich, wie jemand gewendet ist. Aber ich konnte nicht sehen, wer, weil war halt dunkel. Aber die müssen jetzt zu Ende warten. Die offenbar lag da halt die Leiche. Stimmt. Okay, also ich war beim Reactor. Die müssen jetzt zu Ende voten. Okay. Ja. Also ich war tatsächlich explizit nicht beim Reactor und hatte mich an den Admin-Table gestellt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Conan Imposter war, weil sonst wäre die Runde jetzt schon vorbei, oder? Korrekt. Ja. Ja! So, okay. Behaupte, ist jetzt, dass... jetzt ist mir egal, was passiert. Geil. Conan ist raus. Stark. Ja, okay. Wen nehmen wir? Also ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich auch. Ja, gut, dann. Xian, bist du es? Nein. Dann haben wir ein Problem. Also ich finde, Robbys Geschichte klingt eigentlich ganz plausibel. Und ich fände es auch komisch, wenn jetzt, weil es ja sowieso nicht aussah, dass wir den Reactor machen, dass die Leiche jetzt selbst self-reported wird, wenn auch einfach durch den Reactor gewinnen können. Ja, du musst auch bedenken, gesagt, auf Rund wahrscheinlich. Ja, du musst ja auch bedenken, immer was die Runde vorher passiert ist, also... Deswegen glaube ich weniger an Robju und eher an Xehan. Mhm. Das ist halt also schwierig, weil ich habe Xehan relativ... Eine Zeit lang habe ich den gesehen, aber das ist... Der könnte halt Kill gemacht haben, kann auch... Ich meine, das ist halt, glaube ich, nicht wirklich, dass in der ersten Runde eine Person 3 Kills macht. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also, wie gesagt, ich hatte ja letzte Runde schon gesagt, dass ich auch am meisten mit Robju zusammen war, glaube ich. Ich habe aber auch ehrlich gesagt echt keine Ahnung. Also ich hatte letzte Runde nur aus Instinkt Retchi gewotet, weil ich keine Ahnung hatte, aber ich habe keinen Plan. Ich weiß halt nicht, das Ding ist, aus meiner Sicht kann es da sein, dass du absichtlich nicht Conan gewotet hast, wenn du Imposter wärst, ja? Ja. Das ist ja theoretisch möglich, aber was hat Retchi denn letzte Runde gewotet? Wen hast du gewotet, Retchi? Also ich habe Conan gewotet. Ich will nicht. Robby, du hast gesagt, du wurdest Conan und ich also direkt... By the way, ich hatte Reggie übrigens gewotet, bevor ich Conan gewotet hatte, deswegen, bevor ihr Conan gewotet habt, aber just saying. Okay, GG. Jawoll. Ja! GG. Ja! 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 GG. Ja! 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 Ich hab mein möglichstes... Das war das. Ich muss dringend lernen, was da für Tasks sind. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der beste Among Us-Spieler. Ich habe versucht, so lange rumzulabern wie möglich, aber leider ist Rob schon noch drauf gekommen zu voten. Yes! Ich hatte Angst. Oh, deswegen hat er Richie gewotet. Yes! Gute Sache. Also tatsächlich, ich habe Conan bekommen. Was ich zuletzt erzählt habe, war auch nur die halbe Wahrheit, weil es hieß, weil irgendwer hatte Conan gesagt und ich glaube, in dem Moment habe ich schnell versucht, Richie zu voten. Oh, yes! Ich hätte Reggie gewotet. Oh, Reggie, GG, ey, yes! Ja, doch.
Die Confi rules! So. Das war aber tatsächlich das. Digga, ich find's aber mega geil. Aber dass Nico so am Anfang gesagt hat, komm Conan, wir machen's, und währenddessen ist es auch Conan. Wie hast du dich dabei eigentlich gefühlt, Conan? Dass ich direkt wie ein Imposter war? Ja. Ja. Weil Nico mit dir gesagt hat, dass er... Nett. War nur blöd, weil ich in der Runde, ich hätte jetzt halt keine Task, ich hätte jetzt zu fragen, wie... Hä? Seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Das Internet ist irgendwie tot. Hört ihr mich noch? Hallo? Also wir hören dich, ja. Ja, ja. Das ist gut. Ich glaube, okay. Existiert der Dings noch? Ja. Ja. Das ist gut. Bewegt ihr euch oder bewegt nur ich mich? Hat Colin gerade einen Brainlink? Hallo. Okay. Ja, ich bin rausgeflogen. Ja, ich weiß, aber du fragst gerade so komische Fragen. Also wir sind... Moment, MDGYCF. Jetzt ist mein Discord abgeschmiert. Alles klar, willkommen. Jetzt ist mein Discord wieder da. Da ist er wieder. Okay. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade das Conan Among Us Let's Play eröffnen, aber okay. So. Ja, moin, da bin ich. Da ist er. Okay, das war ja gerade richtig weird. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin jetzt Host. Geil. Conan, wie fandest du die Votes gegen dich? Ja, super. Gern geschehen. Ich fand dann hättet ihr irgendjemand anderen rausgevotet, hättet ihr gewonnen. Nico, dein Rot. Okay. Oh ja. Ich bin jetzt Host, also wenn ihr jetzt wollt, dass ich starte, dann starte ich. Ja, stimmt, ich kann nicht mehr starten. Was ist das denn? Nee, weil du kein Host mehr bist. Oh no. Ich starte dann jetzt, okay? Ja, let's go. Willkommen bei Twitch Plays Among Us. Dann machst du es jetzt auch mal von einer anderen Perspektive als jemand, der nicht Host ist. Perfekt. Doch, ja. Gut so. Leben, ja. Komm, Robjo, wir machen. Wer ist wir? Und? Ich. Oh ja, keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Aber ihr seht hoffentlich noch alles, ne? Ja. Ich bin Engineer. Okay, ich kann wenden. Das ist doch. Okay, ich kann direkt das hier anschauen. Was muss man da tun? Ah, ist das jetzt... 1,5 Minuten! Muss man da jetzt drauf warten, oder was? Ach du Scheibenhonig. Okay. Ja, dann warten wir halt 1,5 Minuten. Wer war da? Reggie war da. Wo ist denn das Launchpad? Hier? Nee. Ach, Reactor ist da links. Blau ist hier oben. Okay, Rasierer ist hier. Ah, das ist das Ding. Okay, Nummern haben wir. Was ist das? Tot. Ah, da lehne ich mich gerade zurück. Schon ist jemand tot. Aber nur einer. Das ist ein Fortschritt. Zum Glück nur einer. Okay. Das ist auch der einzige, den ich clearen hätte können, weil er hier gescannt hat. Ja, ich habe gesehen, dass ihr bei der Medbay wart. Jedenfalls, er liegt tot in Communications. Und ich vermute mal, noch nicht so lange, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Also, er hat noch gelebt, als ich hochgegangen bin zu Reactor, eine ganz kurze Task. Kam direkt wieder runter und lag. So, Ricardo, warum wortest du denn Nico? Nee, ich habe Conan gewortet. Alles klar, okay. Alles klar, mach ich auch. Ich glaube, ich habe Xea noch gesehen, wo ich dann, also ich bin hoch zu Admin gegangen, aber das ist auch schon wieder eine Weile her gewesen. Übrigens ist es safe, Conan, weil wenn bist er... So, weil was? Überhaupt nicht, der verteidigt sich gerade überhaupt nicht. Was soll er auch verteidigen? Geil. Das ist doch nichts los. Ich habe noch brauche ich gar nichts verteidigen, ich wurde ja noch nicht mal angekackt. Troll 3, nein, das ist meine Aufgabe. Ah, okay. Er war gerade mit mir noch in Reactor. Es ist doch irgendwer gerade mit mir hochgekommen. Ja, richtig. Ich bin mit Rasierer und mit Reggie bin ich in Reactor. Ja, ich auch. Genau. Ja, die Lights waren ja aus, deswegen konnte ich das nicht so gut sehen. Ich und Nico haben halt die Lights gefixt und sind dann oben in Admin. Wo lag die Leiche jetzt nochmal? Am Ende. Communications. Ziemlich genau. Wo ist denn das? Ach, da unten. Okay. Ich bin dafür, dass wir Lights kaputt machen, Bann. Achso, wir können ja auch no voten, oder? Ja.
klar, skip. Oh. Skip. Wir können ja auch Conan voten. Ja, ich glaube. Oh, man kann die lohnt sich jetzt auch noch nicht wirklich zu voten. Ihr könnt auch Conan voten und jemanden von euch raushauen und dem Impost entgegenspielen. Kein Thema. Ich habe nur das ist was, was der Imposter sagen würde. Beziehungsweise beide Imposter freuen sich. Können wir für nächste Runde auch einstellen, dass man die Votes nicht zuordnen kann? Gerne. Nice. So. Zack, Abflug. Okay, machen wir erstmal hier drüben weiter, wenn wir das jetzt lernen. Ah, das muss ich auch machen. Ach, das ist wieder das, was man an drei Orten machen muss, ne? Natürlich. Hä? Was ist das jetzt? Okay, keine Ahnung. Oh, Meltdown! Meltdown. Weil es sind halt noch zwei Imposter übrig. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Okay. Okay, so geht's auch. Gang Richtung Reaktor lag Reggie. Ich war auf dem Weg, die Reaktor auszuschalten. Das kennen wir doch schon. Hab ich Reggie gefunden, ja. Hey, Conan, wolltest du mich killen? Nee. Okay. Ich nehme an, ich wollte so wie du nach Reactor. Nö, ich wollte dich killen. Nein, Spaß. Ey, Nico, erzähl mal was. Ja, ich war oben im Bereich Office Admin. Ich habe die Vending-Maschine zum ersten Mal benutzt, habe für die ganze Zeit versucht, irgendwie diese Chemieflasche zu benutzen, den Kolben. Weil ich dachte, okay, bestimmt die Aufgabe, aber dann habe ich die Notiz gesehen. Nee, das ist eine Imposter-Task, die ist neu. Oh nein. Geil. Das ist schwierig wieder mit zwei Impostern, ne? Das ist wieder ganz eine andere Geschichte. Nee, die beiden Imposter sind schon tot. Ja, natürlich. Geil. Lass mal Ricardo rausfahren. Ich glaube, Ricardo ist für Conan immer noch. Ich habe nur Tasks gemacht und dann bin ich, ich 20 Dinger kaputt gemacht und dann hat mich Conan verfolgt bis zu Reactor und dann war natürlich was eigentlich, also Peru ist nicht Dani. Du siehst aus wie Dani, aber das ist gar nicht Dani. Nee, das ist Benny. Du siehst aus wie Dani. Und schmeckst auch so. Gelb, aber es sind Frühstücksflakes. Benny, du bist auch Dani. Okay, also haben wir jetzt irgendwelche Anhaltspunkte? Wo war jetzt nochmal der Buddy gewesen? In dem Gang zu Reaktor. Also in diesem langen Dekontaminationsraum. Den hätten wir dann jetzt auch als nächstes gesehen, wenn wir da hoch wären. Okay, komm. Es könnte ja ein Self-Report sein. Ne? Ich möchte uns mal kurz, bevor ich mich wirklich noch mache, erwähnen, dass ich Dings hier im Ingenieur bin. Also falls ihr mich Wenden sieht, ich bin Ingenieur. Ah, das ist Conan, ich bin Engineer. Es gibt zwei. Es gibt drei. Nein, zwei. Zwei ist Maximum. Ich bin Shapeshifter. So. Okay, wir machen mal da oben jetzt den ganzen Quatsch. Komme ich da nicht auch? Kann ich mich da auch hinwenden? Ich weiß es gar nicht. Würde wahrscheinlich schneller gehen, ne? Oh, nee. Ach, das ist wieder sowas. Okay. 7, 3, 3, 6, 5. Gut, Nummer 1. Ah, die Pflanzen, die kenne ich noch. Einfach alle anklicken. Läuft. Ah, da muss ich runter, oder was? Scheiße, wer? Fuck! Ich bin ja tot, wollte ich gerade muten, sorry. Fuck, wer war das? Wir waren wieder alle auf einem Haufen. Es war ein Stack schon wieder. Wir haben bestimmt vor irgendwie. Also ich war ganz unten, ich war es nicht. Was? Du warst? Okay, gut. Ich war in der Mitte. Aber ansonsten wart ihr so zu. Ihr wart zu drei auf einem Haufen, das ist schwierig, oh Gott. Weil ich hatte Angst, dass. Haben wir nicht sogar vier oder fünf? Oder vier, ja, keine Ahnung. Habe ich nicht die Task gemacht, sondern habe einfach die ganze Zeit nach einem Report-Button gesucht, damit kein Double Kill passieren kann. Okay. Ja, wir waren doch alle in diesen Pflanzen. Fuck, wir müssen jetzt voten.
Ja, sonst. Wir haben noch nicht einen Imposter raus, es sind noch zwei von uns Imposter. Und ich bin's nicht. Wer hat was gesehen? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab nur den Stick hier gesehen. Ja. Und wer hat den gekillt? Waren jetzt wirklich alle, waren wir alle fünf hier oben? Wer war denn nicht im Raum? Es müssten eigentlich alle im Raum gewesen. Wir waren alle da, oder? Ja, glaub schon. Nein, ja. War, also, der nicht Scheiße, da muss, wer muss war denn am weitesten da an der Leiche dran? Ja, aber wer war denn nicht da? Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, wer jetzt genau alles da war. Ich habe das Gefühl, ich habe alle Farben bei uns hier oben gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe alle Farben gesehen. Ich kann doch nicht sagen, dass sie alle einfach nicht aufgepasst haben. Ihr tut doch ihr tut also. Ich habe schon aufgepasst, aber da waren viele Leute jetzt. Ich wüsste ja, es waren vier oder fünf Stück in einem Haufen. Wer hat es gerade gesagt? Nico oder Rasierer? Ich habe gerade... Nico. Okay, dann ist es Nico, der lügt. Hä? Komm, lass uns Nico voten. Hä, wieso jetzt? Auf welchen Grund? Der hat gerade also du hast gerade gelogen. Also, inwiefern? Du hast gesagt, ich hab nicht aufgepasst. Ja, ich habe nicht genau aufgepasst, wer da war, weil viele Leute da waren. Ich meinte damit jetzt, ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob jetzt einer gefehlt hat. Einfach so tust, als hättest du keinen Überblick. Ich find's, ich muss einfach jetzt irgendjemanden raten, aber das ist... Komm, wir wählen Nico. Ich habe keine Ahnung. Conan. Ja. Okay. Einer fliegt raus. Hm. Das ist die Frage. Ach du Scheiße. Wenn jetzt noch zwei Imposter übrig sind, dann ist die Sache sowieso gelaufen. Ja, Rasierer und Stevie oder was? Also, Ricardo halt. Ich will da eigentlich nicht Stevie sagen, das ist komisch. Nee, das war's. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, vor allem, wenn jetzt nur noch ein Imposter ist, dann könnte es ja sogar laufen, aber ja, geil. So sieht wieder keiner, wer wen... Och, nee. Macht ihr euer Zeug, ich mache meine Tasks. Ich habe noch so viel zu tun, ich werde niemals fertig. Wie soll ich denn da fertig werden? Ich meine, ich habe schon wieder vergessen. Ich könnte mich dingsen, ne? Dann bin ich schneller. Scheiße, ja, ich bin blöd. Ja, das machen wir gleich. So, rein da. Ich muss eh noch hier runter. Genau. Wenn man im Among Us Chat reich schreibt, wird das zensiert. Ah, ich kann nicht mehr wenden. Bei mir wird immer noch nicht zensiert. Komisch. Die Zensur kann man ausstellen im Menü. Ja, aber das ist dann nur noch halb so lustig. Geht wieder das scheiße Licht aus. Aber so viel habe ich jetzt doch gar nicht mehr. So viel habe ich jetzt doch gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe meine Tasks durch. Oh mein Gott, ich habe einfach... Wir sind alle hier, ne? Okay, ich gucke jetzt nur noch auf die. Aber scheinbar ist es nur noch einer von uns Imposter. Was gut ist. Schön auseinanderstellen. Es ist nur noch ein Imposter. Dann macht man bitte in der Aufnahme nicht mehr den Chat auf, danke. Sonst könnten sie einen Double Kill machen. Okay, das ist jetzt schwierig. Wieso ist der da jetzt alleine reingegangen? Wo ist denn dieses Oxygen-Scheiß-Ding? Da unten und da oben, oder was? Oh, shit. Okay. 9, 8, 1, 7, 7.
das andere da oben. Habe ich schon Rad, Rasierer? Habe ich schon Rad? Was ist da oben passiert? Das ist jetzt schlecht. Ich hoffe, er kapiert's. Conan liegt tot vor dem Gewächshaus. Also im Gewächshaus vor dem Reaktivierungsding da. Ich muss mal ganz kurz hier das Bild ausmachen. Ich und weil da Ricardo vor Nico richtig gecallt hat, kannst es ja nur du sein. Das war das Falsche. Das nö. Doch. Ich war gerade noch in Admin drin. Und hab da noch eine letzte Task gemacht. Ja, dann warst du ja auch quasi da, wo Conan ist. Sind ja jetzt beide für mich gewohnt. Dann bist du mal ganz schnell links abgedüst, hast kurz oben Conan gekillt und bist dann nach Timbuktu geflogen. Nein. Doch. Das ist ein schon starkes Argument. Ja, ich verstehe gar nicht, warum ich den Chat nicht zeigen soll. Ja, ihr habt doch eh schon beide für mich getippt, oder? Ja, klar. Ja, aber... Okay, egal. Ihr könnt sorry, Nico, haben. Ich konnte nichts machen. Ja, ist auch geil, wenn ich einfach gewotet werde, weil ich sage, ich hatte keinen Überblick. Und dann stimmt das. Ja. Let's fucking go! Das waren einfach die besten Innocenten, die wir bisher hatten in der Mangas. Ja. Ricardo, Junge, ich hab die ganze Zeit versucht, als ich noch alleine im Poster war, einen Stack irgendwie hinzubekommen, ja. Aber... Mit zwei Votes nur! Mit nur zwei Votes ist Nico raus! Das war die ganze Zeit so arschknapp. Unfassbar! Ja, vor allem hätte ich dann auch... Conan zum Beispiel wollte. Ja, aber ich wusste dann halt nicht. Was für eine Wendung! Ich fand das übrigens nicht nett, wie ihr extra wieder umgedreht seid, um mich an den Doorlocks zu killen am Anfang. Ja, sorry. Oder wenn ich zum Reactor gegangen bin, ich dachte, zu dritt bin ich safe, dann werde ich gekillt und keine Reporter. Ja, weißt du, ich wollte wieder meine üblichen Mira-Plays machen und dann nachher allen sagen, wer Imposter ist, weil ich die Doorlocks gelesen habe und da killen die mich einfach. War nichts mit Plays. Oh, ey, ich war so geil wenn es eine Facecam gäbe, wäre das jetzt Content für YouTube, als Nico mich gekillt hat. So. Und dann voten ihn raus mit zwei Votes. Ja, damit war nicht in Ordnung. Das war echt ein Turnaround. Überblick, ja. Ricardo ist einfach OP. Die Confi Rule. Ja, reden wir nicht mehr drüber und machen eine neue Runde, oder? Ja, Mann! Ja, du musst starten. Ja. Das waren zwei richtig geile Szenen, ey. Einfach rein. Wollten wir nicht irgendwas runterstellen? Das ist das Nikos Video. Wollten wir nicht irgendwas runterstellen? Das ist Nikos Video. Ja. Achso, ja, die. Ja, die Votes, dass die alle. So, ich konnte das Geburtsjahr aufhören. Aber ist nicht so schön. Genau. Oh, nicht. Was ist denn los? Oha! Oha, okay. Okay, ich starte wieder an dem Spaß hier. Da muss man nur ganz kurz drücken und dann geht man weiter. Easy going. Mute dich. Oh, sorry. Kein Problem, Rapchu. Dafür machst du gleich mal einen Abflug. Wenn jetzt keiner darunter läuft, wäre es gut. Okay, es läuft keiner darunter. Das ist sehr gut. Schwitz. Wann können wir hier loslegen? Weiß ich nicht. Was macht man hier unten? Scheiße, weiß ich nicht. Vent reinigen. Ich reinige den Vent. Kritisch ist jetzt, wenn man ventet und sagt, man ist Ingenieur und es gibt schon zwei Leute, die Ingenieur sind, ne? Das ist dann diese andere kritische Momente. Ach, es ist eh gerade Lights aus. Guck mal, das habe ich gar nicht realisiert. Dann ist es wie ein Lights passiert da unten in dem Gang nämlich. So ein Ding ist das. Okay, wir haben schon zwei Kills. Nice. Also ich habe die Leiche nicht gesehen, aber das war in, wie heißt der Raum nochmal? Wo ist die... Edmund? Office war das. Ja, du siehst nichts, wenn es dunkel ist. Es ist so schlimm. Ja, ich habe nur den Report-Button gesehen. Also ich kann Stevie zu 100% clearen, weil der beim MedBay das Ding da beim Scanner, muss ich auf ihn warten. Also der ist 100% raus. Und es war noch mit mir irgendwer in Admin, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, leider.
In Admin, also da wollte ich gerade hin, aber ich war es. Ich habe noch nicht, also ich habe dich noch nicht gesehen, dann kann ich es nicht gewesen sein. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wer das war. Oder ob ich den Namen überhaupt lesen konnte. Okay. Hat halt nichts gesehen. Und du hast jetzt wen reportet? Xian war das. Der lag in Office. Ziemlich weit oben. Also ich weiß nicht, wo genau in Office, aber es ist erst weiter oben, der Report-Button aufgeschlagen. Ja. Und Stevie kann ich 100 probieren. Wen hast du gewotet, Reggie? Ich habe noch niemanden gewotet. Dann tu das, Dumme. Okay. Wo ergibt das denn? Ich würde jetzt erstmal fragen, wo ihr so wart. Ich war bei also. Dir. Also du warst es in Appen. Also du warst es in Appen. Wo ich dich nochmal getroffen habe. Aber wir müssen jetzt jemanden voten. Also nee, doch müssen wir. Also doch, ist besser. Ja. Ein Doppelkill also dann am müssen Ende wir nicht. Auf aber in... dann Doppelkill haben wir verloren, aber wir können skippen, aber... Ja, eben, deswegen würde ich ja weniger machen. Wir müssen jetzt nee, müssen wir nicht zusammenbleiben. Conan, fahr mal an, lass mal erstmal, lass mal einen Imposter rausvoten. Ja, Conan, wo warst du? Ich war, wie gesagt, ich war in Balcony und wollte jetzt hoch zu Admin kommen. Okay, Rasierer, wo warst du? Ja, im Reaktor aha, und hab da meine drei Aufgaben gemacht. Nah an der Leiche, Conan. Okay, Nico, wo warst du? Der ich war jetzt am Ende gerade auf dem Weg Richtung Reaktor. Okay. Also Conan sagt gerade, dass er in der Nähe von der Leiche war. Und das so, wo war denn die Leiche? Ich dachte, die war bei Admin irgendwo. Bei Office. Ja, ich bin unten bei Balcony. Das ist ganz woanders. Na, jetzt doch ein bisschen wenig Zeit zum Voten, aber... Oh, ich hab nicht... Ja, was wurde jetzt passiert? Ach so, nichts ist passiert. Zeit ist um. Okay. So, ich habe gesagt, ich wollte hoch zu Admin gehen, ne? Dann sollte ich da jetzt auch hinlaufen. Weil da weiß ich auch schon ein paar Sachen, die ich machen kann. Ich wollte die Pflanzen gießen. Okay, wir gießen keine Pflanzen. Also ich würde auf jeden Fall jetzt voten, weil bei einem Doppelkill sind wir tot. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall jemanden rausvoten. Ist halt die Frage, wen? Ja. Ich würde Conan rausvoten, aber ich glaube, der ist mir nicht sass genug. Hä? Okay. Oh, ich würde Conan voten, aber der ist eigentlich gar nicht verdächtig. Kann perfekt. Jetzt gerade sein. Leider. Aber es ist eigentlich einfach zu sagen, wenn er irgendwie ist, sass ist, aber jetzt redet er normal, also wie ein normaler Mensch, der ist, glaube ich, kein Boss. Ein normaler Mensch. Ja, ich hab's jetzt. Komm. Der ist ja immer super nervös, wenn er Imposter ist. Aber jetzt ist er locker. Dann würde ich, also Reggie ist clear für mich. Conan redet normal, also muss einer von den anderen drei sein. Oder ich halt. Nee, warte, ich, Reggie hat nicht. Nee, du bist safe. Kann ich auch nicht sein. Ja, Stevie ist 100% raus. Genau, Stevie ist raus. Ich würde sagen, Reggie, du auch. Weil du hast ja mit dem Scanner-Dings da was zu tun gehabt. Sonst hättest du ihn ja nicht clearen können. Ich würde mich jetzt mal auch als clear sehen, aus meiner Perspektive. Ich würde sagen, es ist ein Benny. Ich würde einfach spontan wieder auf Nico gehen. Ich würde auf Benny gehen. Oder auf Benny, ja. Aber warum ist es denn wieder Benny und Nico? Das kann doch nicht sein. Warum ist wieder Benny und Nico? Ich weiß nicht. Na gut, das... Naja, sein kann alles, das haben wir mittlerweile gelernt, aber das sind halt keine vernünftigen Anhaltspunkte. Ja. Aber ja, voten wäre schon sinnvoll. Ja. Also wer hat am Anfang wieder das gemacht? So die an dem Anfangspunkt. Also ich würde ja gerne langsam zu Edwin und meine Tasks weitermachen, aber ich darf noch nicht, scheinbar. Ich meine, ganz am Anfang der Runde sind die Ampel noch stehen geblieben, weil da... Ja, weil dieses dämliche Launchpad, wo man irgendwie 1,5 Minuten oder so warten muss. Das ist... Nee, ich habe deswegen, ich bin einfach direkt zum Matt gerannt, weil ich wusste... Wir müssen voten, los. Okay. Ja, was soll ich jetzt voten? Ich habe keine Ahnung. Ja, yes, ich auch nicht. Ich wollte Conan. Keine Ahnung. Hey, fun. Oh mein Gott. Oh nein, wir haben verloren. Schade. Ja, wir müssen irgendwie voten, sonst haben wir sowieso verloren. Glaub, ja, hey, fun. Nico und Benny, sage ich. Sehen wir jetzt gleich. Oh, was ist das denn? Das sind wieder so Nee-Votes. Aber ja, ich verstehe es ja. So, rein da.
hoffe, ich gebe ihm Möglichkeiten zu killen jetzt. Wenn nämlich nur einer mit hochgeht, hat er die Möglichkeit. Und vor allem, er killt jetzt, die anderen kommen nicht nach. Die anderen kommen nicht nach zum hier Dingsen. Er killt nicht. Will er mit dem jetzt ausmachen? 20 Sekunden. Ist irgendjemand gestorben? Gut. Nee. Nein. Super. Nee, und es kann, nicht, ist jetzt eigentlich das Dingens gefixt. Ja, sonst hättest du nicht drücken können, ne? Genau. Ja. War das denn jetzt oben? Weil wir waren da ja jetzt gerade beim Fixen. Ich war die ganze Zeit beim Knopf, weil ich wusste, Reggie kann den Knopf mein nicht mehr gut, benutzen. So hat er sich jetzt ein bisschen geklickt. Ja, ich war gerade auf dem Weg dahin, ja weil fast, ich dachte, das macht keinen aber ja, es stimmt, die hätten... Ja, ich glaube, hätte, das ist immer hätte noch den drücken? Nein, der kann aber nicht drücken, wenn das Ding noch läuft, ne? Das kann auch gerade nicht. Ich auch, ja. Wer war gerade mit mir Reactor fixen? Das war ich. Also, das wird definitiv nicht können, also... Das würde mich richtig wundern, also wenn er total gechillt ist beim Imposter sein. Naja, aber wenn es Conan nicht war, ja, dann hätte halt doch nicht. Jetzt einfach die Imposter killen können. Die hatten noch genug Zeit, oder nicht? Ja, das glaube ich eben auch. Danny. Deswegen, ich glaube schon, dass es Conan waren jetzt nur noch der Imposter alleine ist und deswegen jetzt nicht auf spontan schnell einen killen konnte. Ja, das ist auch der Punkt. Also ich denke, dass es Conan auf jeden Fall jetzt einer war, weil ja, genau. dann hätten die Imposter schon gewonnen, wenn das nicht gewesen wäre. Ja. Ah, okay. Hätten wir nicht über den Reaktor können. Jetzt gewinnen können? Hab mich verschätzt. Bin mir unschlüssig. Alles gut, dann verzeiht ihr das. Irgendwann. Ist es Nikos Wenn er jetzt nicht gekillt hätte, dann wäre das Sinne, den Reaktor nochmal. Reggie, was machen wir jetzt? Wen willst du? Bin mir sehr unschlüssig. Also ich würde sagen, wir skippen tatsächlich erstmal. Du kannst dir doch nicht einfach von irgendjemandem, wenn wir wirklich zwei Imposter haben, dann hat er euch, können wir doch nicht einfach skippen. Ja, wir haben ja wahrscheinlich nicht zwei Imposter. Ich will dir doch nicht von Nico einreden lassen, dass er irgendwie Ricardo. Ein Imposter gewesen ist. Ricardo, wir haben wahrscheinlich keine zwei Imposter, sonst hätten wir schon gewonnen. Bist du dir sicher dabei? Ziemlich sicher, weil dann hätten... Oder hast du dich davon Nico Brain gewascht? Nee, ich finde, der hat absolut recht. Also, wenn... jetzt wirklich keiner gekillt wurde, dann halte ich das für sehr dumm, wie die gespielt haben. Ja gut, dann bin ich trotzdem Benny. Ja. Ich skippe. Was? Ja, kommt, haut ihn raus. Ich glaube, wir sollten lieber mehr anders votet. Was? Best Siegen. Stark. Hä? Okay. Stark. Ich dachte, wir wollten es skippen, aber okay. Stark. Danke an die, die mich kickt. Stark. So war das nicht, der Skip-Knopf? Richtig stark, okay. Die müssen jetzt runterrennen, weil Nico ist dort und der wird nicht drücken. Ah, jetzt kommen sie zu zweit, das ist schlecht. Zu zweit ist schlecht. Ja, das ist jetzt ganz unmöglich. Ja, das war blöd von mir. Ja, das war blöd. Nee, okay, so kann ich. Aber so kann ich sie so ein bisschen von den Tasks abhalten. Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll. Mal gucken. Ich werde sowas von hier rein sabotieren. So, ich würde an Nico Stelle wieder rausgehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Weil er hat hier gerade nicht so viele Möglichkeiten. Machen wir mal die Lights aus. Ist sinnvoll für ihn? Wir machen es einfach mal. Weil da müssen sie auch wieder ganz weit laufen. Wenn die anderen jetzt nicht mitgehen. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das... Das ist schwierig. Wie gesagt, ich wär immer noch der Meinung, dass wir über den Reaktor hätten gewinnen können. Okay. Der Kill kam. Der Kill kam. Ein Kill brauchen wir noch. Die rennen jetzt natürlich zu Dings hoch. Und die waren zusammen. Scheiße.
nein, wer könnte. Oh nein, wer könnte Imposter sein? Ja, oh nein, ich habe gar keine Ahnung, wer Imposter sein könnte. Ich habe auch keine Ahnung. Mensch, das ist super. Ah, schwierig. Was ist da jetzt passiert? Ja, dumm gelaufen, ne? Ja, gut, ne? Ja, Reggie und Stevie waren die ganze Zeit zusammen. Ja. Ganze Runde. Das, ja, also... Ricardo ja. ist OP! Aber wer war da der andere? War nicht der, ich war der andere. Nee, Conan. Conan, du bist so ein Sack. Du frecher Dachs. Fandest du es gut, gleich zu Beginn der Runde gekillt zu werden, ja? Ja, war in Ordnung, war in Ordnung. Ich fand das halt einfach witzig. Ja, ich wurde jetzt dreimal quasi per Zufall entlarvt. Also ich hab grad noch schon am Husten gewesen, weißt du, fast gestorben und dann sterb ich in der Morus. Ja? Ja, ich dachte, ich gebe dir Zeit, dass du dich in Ruhe auskurieren kannst. Ja, alles gut. Ich hab, Nico, eine Frage. Ja. Ich dachte, wir gewinnen die Runde über Reaktor und du hilfst dem Rasierer nicht. Weil es waren noch 20 Sekunden, die da noch gelaufen ja, wäre. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das war so mein Gedanke dahinter, dass er alleine mit dir hoch ist. Aber ja, ja. Dann war stimmt, ich verwirrt, dass du ihm Hilfe mit mir gemacht hast. Dachte ich auch, du wärst unschuldig eine Zeit lang. Also, aber brauchen wir wirklich 8 Aufgaben? Ja. Ja. Also ich war schon sehr lange mit meinen Aufgaben fertig. Ja. Ricardo direkt. Ricardo, Mira ist halt nochmal, also bei Mira könnte man die Aufgaben fast sogar ein bisschen runternehmen, aber das. Und dann sagt Ricardo später, wie war das jetzt? Ihr wolltet, dass die Anonymous Votes rausgenommen werden? Also dass das anonym ist, wie man votet? Soll ich das mal kurz ändern? Okay. Ja. Ach stimmt, du bist ja richtig. Ja, warte mal, wo ändere ich das? I am the captain anonym now. Also ich würde ja auch die Task vielleicht eine... Ah ja, anonymes Votes und noch was? Task? Ich würde vielleicht eine Task vielleicht weniger, weil... Ja, für Mira ist es vielleicht besser, weil Mira ist schon sehr weit. Eine lange weniger. Eine Short-Task weniger oder eine lange, oder? Eine Short erstmal, würde ich sagen. Eine lange. Nee, eine Short-Task. Ich bin auch für Short. Ja. Also so viel zu viel Tasks sind das nicht, vielleicht einer. Ja. Nee, man so. Kann es schon schaffen, ja. Ich fand übrigens deine Kills... Ich fand deine Kills richtig kreativ, Nico. Ja, der letzte, das war jetzt aus Verzweiflung, ja. Das war doch zweimal exakt dieselbe Situation. Du machst Lights aus, jemand geht zu den Lights und will die fixen. Ja, die Lights habe ich ausgemacht. Vor den Lights und wendet es weg. Ja, okay, gut, aber einer von euch halt. Die ersten beiden Kills. Ja, aber beim ersten Mal hat es doch funktioniert. Vor allem, weil ich dann gesagt habe, ich war auf dem Weg in den Reaktor und da war niemand sonst. Also es war schon... Wenn die ersten beiden Kills Xehan und ich sind, dann weiß ich ja, dass wir auf jeden Fall die gefährlichsten und besten Among Us-Spieler sind. Ich danke dir auf jeden Fall, Ricardo. Du hast eigentlich am meisten gebraucht am Anfang, deswegen. So, soll ich jetzt starten? Ja. Ja, eine Runde können wir noch machen für den Part. Gut. Dann muss ich kurz weg. Für die Parts. Und dann muss Conan kurz Müll rausbringen. So ungefähr. Ja. Wir bringen jetzt die Welt um. Also den Ingame-Müll natürlich. Nein, in der echten Welt halt. Ach Gott, ich muss mich muten helfen. Ja, in der schwarze, also schwarze Tonne oder so. Nein, jetzt habe ich Discord. Mach gleich die Grüne dazu. Alles gut. Was bin ich denn? Scientist. Okay, Scientist bin ich. Alles klar, dann starten wir doch hier gleich die Runde. Hallo? Ach, da ist der Knopf. Zack. So. Alle noch am Leben. Stark. Alle noch am Leben. Matt Bay. Oh, Reaktor Meltdown direkt, okay. Kritischer Hase. Okay, direkt toter. Mein Gott, kann ich nicht wenigstens eine Task vorher schaffen, bevor ihr jemanden killt? Ja, du hast dich aber auch in den längsten... Ja, warum machst du aus Simon 6? Ich hab schon zwei. Warum machst du aus Simon 6? Vor meinen Augen hat sich Stevie in Conan-Kun verwandelt. Oder Conan-Kun in Stevie. Also zurückverwandelt. Nein, dann Stevie in Conan-Kun. Okay, alles klar. Was? Ja, okay. Und hat halt Reggie gekillt. Moment. Ich war gerade auf dem Weg zum Reaktor. Stopp. Conan-Kun hat sich in mich verwandelt, oder wie? Nein, du hast dich in mich verwandelt. Stopp. Bevor wir jetzt alle voten, Moment mal, stopp. Es ist nicht gesund, jetzt jemanden zu voten, obwohl es nur 1-1 ist, weil wir nicht wissen können, ob das ein Imposter war. Okay. Ja, doch, ich habe ja gesehen, wie er sich verwandelt hat. Der sich verwandelt, kann doch nur Imposter sein. Ja, eben. Es könnte halt auch eine Zurückverwandlung gewesen sein. Ja, eben, aber ich weiß ja, dass ich es nicht bin, also kann ich auf jeden Fall schon mal voten.
Ja, okay, klar, aus deiner Perspektive verstehe ich es, aber ich meine nicht also mal gerne. Wo war das jetzt auf dem Weg zum Reaktor? Ja, kurz vor die Kontamination. Kurz vor dem langen Gang halt. Was nur noch sein könnte, wäre, dass die komplette Geschichte erfunden ist und es gab keine Verwandlung und es wird nur gerade jemand einfach hingehört. Ja, gut. Aber das wiederum kann ich mir, dafür kam das zu spontan, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich war jetzt gerade in Cafeteria. Nee, aber Conan, du warst doch da rechts unter, wie heißt es, du warst so in der Klinik, oder nicht? Ja, richtig, wir waren beide auf diesem Medical-Ding. Du warst in der Klinik. Was ich auf jeden Fall kurz nochmal anmerken will, ich kann Robchu und Benny für den Kill clearen. Die waren nämlich mit, die waren mit mir beim Reaktor. Also schon im Reaktor. Wir hätten auch beide dann gefixt. Ja, also wie gesagt, ich finde das mit der Verwandlung legit. Ja. Und es kann dann nur die Richtung. Also die Richtung, er wollte sich gerade verwandelt sein. Ich bin Super Mario. Also. Warte, wen verdächtigen wir jetzt, dass er sich in Conan verwandelt hat? Stevie. Ricardo. Stevie. Also Ricardo, ja. Ja, Stevie sagen wir so ein bisschen. Ich bin noch verwirrt. Grün, wir verdächtigen grün. Ja, dunkelgrün. Okay. Ja. Oha. Am Ende sind Ricardo und Conan, die am besten sind Ricardo und Conan, die Imposter. Ich hab mich reingeckt und hab ständig abgeschaut. Ja, vier Conans haben Ricardo gewotet. Ricardo und Conan sind beide Imposter, das wäre doch geil. So, Müll. Da ist der Ingame-Müll. Okay. Ach, jetzt geht wieder nix. Die Frage ist jetzt nur, wer ist der Zweite? Frage ist nur, wer ist der Zweite? Weil das war ziemlich sicher der Erste. Und jetzt ist der andere ganz alleine. Das ist schon sehr sam. Wieso kann ich nix? Jetzt. Hey, bin ich dumm? 60779. Was war dein Problem, Robchu? Was war denn deine Mission an der Stelle? Okay. 05863. Und dann haben wir hier drüben den zweiten Wires Mist. Und dann ist Xehan tot. Ey, jedes Mal an der Task! Mann! Warum machst du auch Simon Says? Okay, der lag auf dem Weg zum Reactor, also im... Wo ist das? Locker Room. In der Gegend. Also, wer jetzt zugibt, Xehan getötet zu haben, den werde ich nicht voten. Wer war denn jetzt... Ich war ja jetzt als letztes, also ich habe unten das Communications gefixt und dann oben das Communications gefixt in Office. Und das da waren richtig. Dann noch einige Leute mit. Wer ich war dann jetzt? Ich habe auch mit? Unten das Communications gefixt. Da stand Robchu mit dran, aber der hat scheinbar die Nummer nicht hinbekommen. Ich habe sie zweimal eingegeben und es ist nichts passiert. Ich habe die zweimal eingegeben und es ist nichts passiert, ja? Wer waren denn jetzt die Leute, die da mit in Admin und in dem Bereich waren? Das war ich, Conan und Annie. Genau. Ramon, das ist ein Scheißspiel, ich hasse es. Du, warte, wer war jetzt ich? Also ich, Rasierer. Wer war jetzt ich? Benny, was? Und Conan war auch zeitweise kurz da. Also mal, war Robchu mal... als einziger nicht da. Ja, ich war... Wo warst du denn? Ich war Reaktor, um da Simon Says zu erledigen. Digga. Aber Robchu, bei welcher Stufe... Ich hab doch keine Ahnung, wie die Tat sind. Bei welcher Stufe von Simon Says bist denn du jetzt gerade? Der vierte Kreis war grün. Weil der speichert das doch normalerweise. Genau, der speichert das. Da gibt's doch keinen Grund, sich aufzuregen. Aber ich habe die Task gestartet, ich wollte gerade den vierten Durchgang beenden und als dann kam, wollte ich gerade drücken und beim ersten war der schon und dann war ich so und dann ihr so irgendwo tot. So, okay, besser cool Story. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, das überzeugt mich jetzt schon. Ja, das klingt schon sehr leid. Ich habe gerade dich verdächtigt, weil du als einziger nicht dort... Ich habe bisher in der ganzen Aufnahmesession bis einschließlich jetzt noch niemanden gekillt. Weder in Among Us noch im echten Leben. Wow. Das zweite glaube ich ja. Dir. In echten Leben kommst du einfach so vorbei und bist gut, oder? Echten Leben ist schwierig. Ich glaube, wir haben es nur noch mit einem Imposter zu tun, also wir können eigentlich skippen. Theoretisch.
Deswegen vote ich Rasierer. Scheiße. Einfach mal random jemanden voten, ja. Für die Fans. So. Für Dani. Dann läuft die Aufnahme. Wir haben ja nicht mehr viel zu tun, das werden wir schon noch hinkriegen. Ja, da will ich sowieso hin. Alles chillig. Da will ich sowieso hin. Hinterher, dass wir auf jeden Fall zu dritt sind. Sehr gut. Ja, okay, ihr macht beide, ja? Sehr schön. Dum, 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 dum. Da-da-dum. Dum, 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 dum. Ach, jetzt ist bei Office wieder... Oh, wegen dem Wires-Dreck. Natürlich, jetzt muss ich bei Office wieder was machen. Okay, ciao. Nico. Ich fixe jetzt garantiert kein Leid. Ich weiß, wo ich hin... Okay, das ist bei Office gleichzeitig. Das ist ungünstig. Aber ich mache erst meine Mission. So, dann habe ich nämlich alles erledigt. Sehr schön. Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Alle leben noch. Nice, nice. Cool Story. Jetzt bleibe ich bei Nico. Haben wir hier irgend sowas wie Kamera oder so? Nee, ne? Communications, Launch Bay, Office Admin. Nicht so richtig. Okay, dann lauf jetzt denen hinter. Okay, rasier. Der geht hier rein. Okay. Immer noch alle. Benny ist noch. Stimmt, Benny. Wo sind jetzt die anderen hin? Ich habe keine Ahnung. Hatte man hier nicht auch noch irgendwas? Nee, was waren denn hier so die Geräte, mit denen man interagieren konnte? Das konnte man auch nicht. Oh! Robchu, ich bin tot. Ich habe... Ja, sei leise. Ich habe den Robchu gerade im Büro gefunden. In Office. Stimmt, da bist du gerade hoch und vorher ist Rasierer hoch. Also ich war jetzt fertig. Pause gegangen und hab Blätter gemacht. Ich war ja fertig mit TAS und bin wieder in Reactor gegangen, weil ich dachte ja, da war noch jemand. Ich war vorher die ganze Zeit mit Colin zusammen, ja, Nico kann bis wir Lights gefixt haben. Aber wer ist denn dann, uns sind doch dann Leute entgegengekommen aus... Ja, Robcho und Rasierer und die sind beide hoch. Genau. Und ja, danach und ist nämlich, danach Benny? Ist noch gelb hoch, also hier, Benny. Ja. Genau, Benny war der, den ich jetzt nicht gesehen hatte, dann da weiß ich nichts. Aber also wenn wir jetzt zu dritt wären, wüsste ich, dass es klar ist, dass der, du bist's nicht, Nico, ich bin's nicht, ich wüsste, wer der, dann wüsste ich's. Aber so jetzt zwischen Rasierer und Benny bin ich mir unschlüssig. Du kannst Nico klären, Conan, oder? Würde ich schon sagen. Ja, weil ich würde dich klären. Weil wenn, die Leiche in Office war, und mit Nico war ich in Office, wir haben die Lights gefixt. Und dann sind wir beide gemeinsam runter. Und er kann, ist dann Vent? Er kann, glaube ich, nicht von Laboratory, kann er von Laboratory zu Office? Ist dann Vent? Ja, schon, weil ich glaube, da ist ein Vent. Deswegen fand ich es so komisch, dass er hoch ins Labor oder ins Reaktor wollte. Warte kurz. Ah, stimmt, ja, es ist okay. Ja, okay, von Laboratory aus kann man zu Office. Ach, scheiße. Ich bin fertig mit TAS, ich habe nach Leuten gesucht. Ich bin auch fertig, ich laufe auch nur noch so weiter. Ja, wo ist denn Benny rumgegurkt? Also ich habe ihn jetzt nur am Ende gesehen. Ja, am Anfang haben wir uns beide mit Robcho in Reaktor getroffen, damit er sein Simon Says zu Ende bekommt. Genau. Und danach bin ich zur Startrampe gegangen, um dieses 1,5-Minuten-Ding zu machen. Und jetzt will ich gerade die Wires machen, rechts neben Office, also direkt nebenan. Und dann habe ich gesehen, dass jemand gewendet ist. Also ich habe halt gesehen, dass der Vent hochgesprungen ist. Du hast den Vent gesehen. Nico. Dann... Das klingt, das klingt aber, schon an Nico, aber es ist schwierig. Dann ist Nico, weil wir zwei waren ja da. Und wenn nur jemand wenden wollte, ist Conan oder Nico und Benny. Conan ist, glaube ich, jetzt nicht. Ach, fuck, aber ich würde sagen, wir haben jetzt fertig nichts machen. Gedrückt. Schon vorbei? Nein. Ja. Ich würde Task fertig machen.
Ja, theoretisch sind die Tasks nicht mehr viel. Wir bleiben einfach zusammen. Wir bleiben einfach zusammen. Und sobald ein Kill passiert, sehen wir es ja. Weil wenn Nico sagt, er ist fertig, ich sag, ich bin fertig. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es sofort reporten können, wenn wir den Kill sehen. Das ist jetzt schlecht. Wieso? Okay, das ist gut. Oh, ein Glück. Wer war es jetzt? Alter, ich schon wieder. Ich Alter. Und... Ey, ich hab noch nie vor Nico, du hast zweimal hintereinander, oder? Nico, okay, Nico und Rico. Ricardo. Nico, ich muss dir eine Frage stellen. Wie doll hat es dich im Finger gejuckt, den Abzug zu drücken, als mal wieder die Lights aus waren und du mit Colin zusammen vor den Lights standst? Ja, aber ich habe gedacht, nee, ich kann mich jetzt ja nicht nochmal blamieren. Ich fand dann eigentlich den Kill im Endeffekt ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ja, ich habe dich ja tatsächlich erst geklärt, wenn ich habe nicht an den Vent gedacht, aber ja. Ja. Genau, ja, das war mir komisch vor. Ich fand, ich habe okay gespielt, ja, das muss man. Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte nur wirklich ja, als Geist Respekt an den Imposter so, an der Stelle. Ich habe so den Imperator Palpatine gemacht, weil ich stand so daneben und meinte so, tu es, tu es. Ich habe die Runde richtig reingeschissen, ey, no hate. Ich auch. Ja. Aber was soll man machen, wenn man, naja. Okay, das war's für den Part. Okay, ja, das war's für den Part. Schließt mal hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich auch übrigens. Ich alle bedanken sich fürs Zuschauen, genau. Ich auch. Danke. Gerne und wieder. Abonniert Sonnenkunden, macht einen Kommentar. Grüßt Dani. Abonniert die Konfi. Wir sind ein viel besserer Kanal als Sonnenkunden 88. Ja. Wenn ihr mal wieder was machen würdet. Wir werden lieber den 89 machen. Wenn wir mal wieder was machen würden, ja. Ich habe euch noch in der Abo-Box, wenn mal wieder was kommt. Wir arbeiten dran. Danke an alle Fans. Sehr danke gut. An Dani. Perfekt. Top eBayer. Komm morgen. Wieder. Danke, Top eBayer. Gerne wieder 5 Sterne. Fantastisch hast du euch. Auch im Internet. Und tschüss. Geil, Gentner.